Hallo ihr Lieben, also die nächste Review folgt. Es geht diesmal um diesen dritten Teil von Ayla, wo ich euch schon den ersten und den zweiten Teil vorgestellt habe. Das Buch ist von, jetzt weiß ich wieder nicht, wie man es ausspricht, aber ich denke mal Jean M. Auel. Das Cover sieht so aus. Und der dritte Teil dieser Ayla-Reihe heißt Ayla und die Mammutjäger. Und ich lese euch natürlich wieder ganz kurz die Beschreibung vor. Im dritten mitreißenden Hörbuch aus dem Zyklus Die Kinder der Erde treffen Ayla und Yondala auf die Mammutjäger, die wie sie zur Gruppe der Cro-Magnon-Menschen gehören. Sie werden von dem Stamm als vollwertige Mitglieder aufgenommen, doch das Schicksal scheint ihnen endlich gewogen. Das Schicksal scheint ihnen endlich gewogen, doch Ayla steht plötzlich zwischen zwei Männern. Und das sagt eigentlich wirklich schon alles über das Hörbuch. Ich war so ein kleines bisschen enttäuscht von der Geschichte. Ich habe es mir ein bisschen spannender vorgestellt. Ähnlich spannend vielleicht wie den ersten und den zweiten Teil. Aber nichtsdestotrotz erfährt man wieder ja, ganz viel über diese Zeit, die damals war, Steinzeit und so weiter. Und ja, wie die Menschen gelebt haben. Und vor allem auch wieder ein anderer Stamm, anderes Volk, wo Ayla diesmal hinkommt. Und am Anfang fühlt sie sich ja nicht so wohl, weil ja, sie reitet ja auf Pferden, was die Leute dort nicht gewohnt sind. Die kennen Pferde nur von der Weide oder halt zum Essen. Und ja, und dann mit der Zeit aber gewöhnt sie sich an sie und sie spricht halt auch ein bisschen anders und muss sich erst so ein bisschen eingewöhnen. Und dann ist es so, dass es dort auch einen anderen Mann gibt, der praktisch auch von einem anderen Volk kommt. Ich weiß halt nicht genau, woher der jetzt kommt, weil sie beschreiben ihn auch immer als dunkelhäutig. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Afrikaner ist oder einfach nur so einfach eine dunklere Haut hat. Das erfährt man jetzt in diesem Buch jetzt nicht, von woher der gewandert ist. Aber er beschreibt, dass er von sehr weit weg kommt und auch seine Familie hinter sich gelassen hat sozusagen und dann dieses Volk gefunden hat und bei denen dort lebt. Und ja, und dadurch, dass er auch so anders ist, auch anders wie, ja, wie Ayla auch ist, fühlt sie sich dann ihm halt auch so ein bisschen nah. Und vor allem, sie hat auch das Gefühl, dass er sie so ein bisschen auch versteht. Und ja, und trotzdem hat sie ja ihren Yondala, den sie liebt und der sie auch liebt. Und dann sind die beiden dort. Und das ist dann halt so ein bisschen das, wodurch sich dieses ganze Hörbuch dann auch dreht. Also eigentlich wirklich von Anfang bis fast zum Ende geht es immer nur darum, dass Ayla mit diesem anderen Mann sich einfach gut versteht und mit ihm auch was anfängt. Und er dann auch sie fragt, ob ja, sie ihn heiraten möchte. Und er sagt, also sie sagt dann ja, weil sie sich halt nicht, wie soll ich sagen, sie hat halt nicht so die Willenskraft, ihn zu enttäuschen. Und sie denkt, ah, das muss jetzt so sein. Und als vor allem Yondala auch gemerkt hat, gleich am Anfang, deswegen, ich erzähle jetzt nichts, was jetzt irgendwie gespoilert ist, gleich am Anfang ist es so, dass, ja, er sich von ihr abwendet, beziehungsweise eifersüchtig ist und dann wird er böse und sie wundert sich, warum ist denn der so? Für sie ist es einfach ganz normal, weil sie das früher in ihrem Clan so gelernt hat, dass wenn ein Mann auf eine Frau zukommt und irgendwie was mit ihr anfangen will oder sich mit ihr unterhalten will, dann hat die Frau zu gehorchen und macht das dann einfach. Und er denkt sich, sie sagt, sie liebt mich, aber mit dem macht sie dann rum, so ungefähr. Und dann wird er halt böse und sie fragt sich, warum wird er jetzt böse, warum ist er sauer auf mich? Und wendet sich von ihm ab und er wendet sich dann auch von ihr ab. Und was mich halt so ein bisschen genervt hat, dass die beiden immer aneinander vorbei. Sie denkt dann immer, ständig war das so, dass sie immer dachte, ah, er redet gar nicht mit mir, ich würde gerne mit ihm reden. Und dann stehen sie sich gegenüber und er denkt, ah, ich würde gerne mit ihr reden, aber sie redet ja nicht mit mir. Und das war immer so verzwickt. Also zwischendurch hat es mich echt dann so ein bisschen auch, sag ich mal, ein bisschen genervt, weil, ja, weil das immer wieder so Thema einfach war und die beiden sich nicht unterhalten konnten. Und jeder hat gedacht von dem anderen, ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und sie sind aber nicht auf einen Nenner gekommen, weil jeder von dem anderen trotzdem halt überzeugt war, ja, der liebt mich jetzt nicht mehr und der hat sich jetzt von mir abgewandt und es gibt jetzt Streit und jetzt ist es vorbei. Und weil sie dachte, sie wäre alleine, sagt sie dem anderen dann halt, okay, hör zu, alles klar, ich heirate dich. Und das passiert relativ am Anfang. Und dann zieht sich das halt durch das ganze Hörbuch. Die Zeit vergeht und der Winter ist und ja, also eigentlich hätte man diesen dritten Teil, also ich will nicht sagen, man kann ihn weglassen, dann fehlt einem natürlich ein Stück von der Geschichte, aber ich fand jetzt die ersten beiden Teile
um einiges informativer, spannender. Und ja, man hat auch dann wieder irgendwie mehr über die Leute erfahren, mehr über Eila erfahren. Und das war jetzt einfach so ein Beziehungsdrama-Hörbuch, fand ich jetzt. Und ganz am Ende, da wird es wirklich nochmal spannend, auch natürlich, weil ja, finden die beiden dann auch zueinander und dann steht es wirklich an dem Tag der Hochzeit dann mit diesem Typ da und so weiter. Also, das war nochmal richtig spannend, ob sie den dann heiratet oder nicht. Und ja. Aber ansonsten, also super erzählt, super vorgetragen, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber ich fand halt die ersten beiden Teile ein kleines bisschen spannender und von der Geschichte einfach so ein bisschen mehr. Und so waren die ja einfach wirklich nur in diesem ganzen Hörbuch, in diesem Dorf, die waren nirgendwo anders. Und sind natürlich auch auf Mammutjagd gegangen, da worum es natürlich auch geht. Sie ist ja bei den Mammutjägern. Und sie lernt auch wieder viel, sie entwickelt sich weiter. Und alles gar kein, es war alles jetzt nicht schlecht, aber von der Spannung, wie gesagt, hat es mir einfach ein kleines bisschen gefehlt, weil das Hörbuch ging wieder sehr lang, und ja über 20 Stunden und dann braucht man einfach auch so ein bisschen Abwechslung. Und das war jetzt, fand ich jetzt in diesem Teil nicht ganz so. Wenn ihr den Teil kennt, würde mich mal interessieren, ob ihr das auch so empfunden habt oder wenn ihr auch die anderen Teile kennt natürlich oder ob ich das jetzt nur so denke. Ja, dann schreibt mir das doch einfach unten mal, wenn ihr diesen Teil kennt und ja, wie ihr das einfach empfunden habt, ob ihr den auch ein bisschen langweiliger fandet als die ersten beiden. Und ansonsten bis zur nächsten Rezension. Tschüss!